Hallo, liebes Sternzeichen Steinbock. Ich freue mich, dass du hier bist und dir deine Liebeslegung für den April ansiehst. Ich hoffe, es geht dir gut soweit und du bist bereit für deine Nachrichten. Wir fangen jetzt auch direkt an, deine Karten zu mischen. Und ich stelle die Frage, was erwartet dich in der Liebe im April, liebes Sternzeichen Steinbock? Wer oder was kommt auf dich zu? Was spielt sich in deiner Liebessituation im April ab? Was ereignet sich da? Was sind die wichtigsten Nachrichten an dich zur Liebe diesen kommenden Monat? Was solltest du wissen, liebes Sternzeichen Steinbock? Wir legen wie immer zuerst die Bemühungs-Tarotkarten und erklären diese dann jeweils nochmal genauer mit den Tattoo-Tarotkarten. Zum Schluss gibt es ein paar Tier-Orakel-Karten und ein paar kleine Anhängerchen für dich dazu. Und wir haben hier jetzt die 10 der Stimmen, den Wagen, die 5 der Stimmen und die Stärkekarte. Mit dem Wagen haben wir Krebsenergie, mit der Stärkekarte, die vom Sternzeichen Löwe. Also diese Sternzeichen könnten bei dir eine Rolle in der Liebe spielen, muss aber nicht sein. Lass uns als erstes auf die 10 der Stimmen eingehen. Und mal gucken, was sie dir verraten kann zur Liebe momentan bzw. Anfang April. Weißt du was, ich nehme die jetzt einfach alle. Die haben sich relativ klar aufgedeckt. So. Also, zu 10 der Stimmen haben wir die 5 der Schwerter, das Ass der Kelche, den Ritter der Stäbe und die Sonne. Mit dem Ritter der Stäbe sehe ich hier Feuerenergie. Löwe, Widder, Schütze könnten bei dir eine Rolle in der Liebe spielen, muss aber nicht sein. Was ich hier sehe, ist ein bisschen verwirrend. Lass mich dazu eine Erklärung legen. Weil auf der einen Seite mit der 10 der Stimmen haben wir hier ein Ende. Auf der anderen Seite mit dem Ass der Kelche haben wir hier einen super coolen Neuanfang für dich. Ich sehe noch Erdenergie, Jungfrau, Stier, Steinbock. Okay, ich sehe, was es ist. Du hast dich wahrscheinlich vor kurzem oder vielleicht auch schon vor längerem von jemandem gelöst oder bist dabei, dich von jemandem zu lösen und du bist froh drüber. Okay. Ich sehe, dass du froh drüber bist, dich von jemandem zu lösen oder dass es mit jemandem nicht funktioniert oder funktioniert hat. Ja, also kann sein, dass du zum Beispiel vor kurzem jemanden kennengelernt hast und dass du aber jetzt merkst, du, das ist nichts. Und ich bin jetzt tatsächlich froh darüber, mich von dieser Person zu distanzieren und einen anderen Weg einzuschlagen. Weil ich sehe, dass du sehr offen bist, der Liebe gegenüber. Dass du sehr offen bist, neuen Erfahrungen gegenüber, neuen Bekanntschaften gegenüber. Vielleicht gibt es da sogar schon jemanden, an dem du interessiert bist. Das kann definitiv sein. Aber ich glaube, dass du keine Lust mehr hast, dich von irgendjemandem einschränken zu lassen. Es kann sein, dass du in der Vergangenheit Erfahrungen mit Menschen gemacht hast, die versucht haben, dich irgendwie einzuschränken. Okay. Die vielleicht einfach zu eifersüchtig waren, zu besitzergreifend waren, zu kontrollierend waren, dir immer versucht haben zu sagen, was du tun oder lassen sollst. So eine Energie nehme ich hier wahr. Und ich glaube aber, dass du dich davon löst. Du hast keine Lust mehr auf sowas. Okay. Ich glaube, dass du dich distanzierst von Menschen, wo du direkt merkst, das passt nicht. Das würde wieder in so eine Richtung rutschen, die mir nicht gefällt. Das würde wahrscheinlich wieder zu kontrollierend sein. Ich glaube, du willst einfach nur du selbst sein und das mit jemandem teilen können. Aber du brauchst deine Freiheiten, so wie es aussieht. Und ich glaube, dass du dir das gönnst momentan. Und dass du dich, wie gesagt, von Menschen löst, wo du das Gefühl hast, das würde in die falsche Richtung laufen. Okay. Also es kann definitiv sein, dass manche hier eine taffe Trennung hinter sich haben, dass manche sich von jemandem gelöst haben, der wirklich irgendwo toxisch war, der dich irgendwo kontrolliert hat, kann auch eine Sie gewesen sein natürlich. Aber ja, ich sehe hier, dass du sagst, nee, jetzt mache ich mal, was ich will und was mir gut tut und ich öffne mich neuem und ich freue mich auf diesen neuen Weg in Freiheit und losgelöst von Menschen, die mich eine Weile lang runtergezogen haben.
Okay. Und wie gesagt, es kann sein, dass das für dich schon länger zurückliegt, aber dass das irgendwie immer noch so ein bisschen in dir verwurzelt und verankert ist, in dem Sinne, dass du sagst, sowas mache ich nie wieder mit. Ja, es kann für manche sein, dass das noch nicht so lange her ist. Oder dass du generell halt, es muss nicht bei jedem so eine super dramatische Geschichte gewesen sein, aber vielleicht merkst du einfach, dass es dir besser tut, dich von jemandem zu lösen und du scheinst damit auch recht zufrieden zu sein, weil du weißt, jetzt kommt was Schöneres, jetzt kommt was Besseres auf mich zu. Lass uns den Wagen ansehen. Wofür steht der hier bezüglich der Liebe bei dir? Anfang Mitte April. Und es kann sein, dass du ein Erdsternzeichen hinter dir gelassen hast. Es kann sein, dass du ein Feuersternzeichen hinter dir gelassen hast. Löwe, Widder, Schütze oder Jungfrau, Stier, Steinbock. Aber jetzt lass uns mal schauen, was da Neues auf dich zukommt. Weil ich sehe, dass du bereit bist. Ich sehe, dass du weißt, was du willst. Ich sehe hier Luftenergie, Wassermann, Waage, Zwillinge, beziehungsweise Krebs, wie ich schon erwähnt habe. Da könnte absolut jemand auf dich zukommen. Jemand, der sehr ehrlich, sehr offen, sehr transparent ist. Zielstrebig ist. Ich sehe, dass es im April jemanden gibt, wo du dich fragst, ob das was sein könnte oder nicht, oder was werden könnte oder nicht. Ich denke, dass das jemand ist, der wahrscheinlich recht attraktiv ist, jemand, der intelligent ist, jemand, der eine klare Vision hat. Aber du fragst dich, ob diese Person überhaupt interessiert ist, weil er oder sie manchmal ein bisschen nicht distanziert rüberkommt, aber so ein Kopfmensch einfach ist, den man vielleicht nicht direkt durchblicken kann, was seine oder ihre Gefühle angeht. Ah, das waren ein paar Karten zu viel leider. Deshalb stecke ich die wieder weg und lege nochmal neu. Eine Karte bitte noch. Vielleicht fragst du dich auch, ob du überhaupt Interesse an dieser Person hast und bist dir da noch nicht ganz sicher. Ich glaube, dass es jemanden gibt, der interessant ist und der irgendwie, sag ich mal, in Erwägung gezogen wird hier im April in der Liebe. Aber so ganz sicher scheinst du dir noch nicht zu sein, ob das Sinn machen würde, ob diese Person was für dich wäre, ob ihr zusammenpassen würdet oder ob diese Person überhaupt Interesse an dir hat. Aber das ist in Ordnung. Ich glaube, du brauchst das auch gar nicht, dass jemand dir jetzt im April, ach, keine Ahnung, die Welt zu Füßen legt. Ich glaube, du findest es sogar gut, hier einfach Zeit und Raum für dich selbst zu haben, um dir darüber klar zu werden, wie du zu wem stehst. Ich glaube, du willst einfach nichts mehr haben, was irgendwie erzwungen ist, was irgendwie zu intensiv ist, was irgendwie fake ist. Du möchtest was Echtes und du möchtest deshalb auch, dass es sich natürlich entwickelt und du möchtest niemanden davon überzeugen, dass du die richtige Partnerin oder der richtige Partner bist. Genauso wie du niemanden möchtest, wo du selber nicht 100% interessiert bist. Du möchtest, dass sich das natürlich entwickelt und gibst dir und dieser Person da dementsprechend auch die Zeit und den Raum, den man vielleicht braucht. Aber ich glaube absolut, dass du dir hier schon Gedanken machst, wer da irgendwie in Frage kommen könnte und dass es da jemanden gibt, den du irgendwie interessant findest im April. Jemand, der Interesse an dir wahrscheinlich auch zeigt, aber irgendwie vielleicht noch nicht auf diese romantische Art, wie du dir das wünschen würdest. Okay. Lass uns anschauen, wie es weitergeht hier mit der 5 der Stimmen. Wofür steht die 5 der Stimmen bei dir in der Liebe im April, liebe Sternzeichen Steinbock? Was solltest du denn noch wissen? Wir haben hier den Hierophant und den Teufel zur Erklärung. Mit dem Teufel haben wir deine eigene Energie als Sternzeichen Steinbock. Mit dem Hierophant haben wir Sternzeichen Stier, was hier durchkommt. Das sieht schön aus. Ich sehe, dass du definitiv Zeit mit jemandem verbringst. Mitte, Ende April sehe ich, dass du dich mit jemandem triffst und
Ja, den einen oder anderen schönen Moment hier mit jemandem erlebst. Einen Moment, der euch irgendwie zusammenschweißt, der euch irgendwie näher bringt. Ich weiß nicht, ob das diese Person ist, wo du Anfang Mitte April noch am Zweifeln und am Überlegen bist. Oder ob das jemand anderes ist, dem du hier näher kommst. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass da eine starke Anziehung ist, körperlich. Aber ich glaube, dass ihr euch auch ansonsten, sage ich mal, menschlich gut versteht, dass ihr einige ähnliche Ansichten habt, Einstellungen habt, Zukunftspläne habt, die sehr gut zueinander passen. Ich glaube, dass das jemand ist, wo du anfangs Zweifel hattest. Deshalb dementsprechend kann es sehr gut sein, dass das diese Person hier ist. Diese Person, wo du anfangs noch hinterfragst, weil mit der 5 der Stimmen sehe ich hier so ein bisschen, dass da Frieden einkehrt, dass etwas harmonischer wird, was vorher nicht so harmonisch war. Ja, siehst du das? Hier wird dieser Olivenzweig ausgehändigt und hier sieht man die meditierenden Menschen. Das sieht alles sehr friedlich aus. Das sieht nach Harmonie aus. Und ich glaube, dass sich hier deine Verbindung zu jemandem tatsächlich verbessern kann im April. Ja, ich denke, dass das jemand ist, der vielleicht momentan oder Anfang Mitte April noch so ein bisschen kopfbasiert wirkt, kopflastig wirkt, wo du noch nicht ganz einschätzen kannst, wie er oder sie zu dir steht oder ob ihr überhaupt zusammenpasst. Aber ich glaube, Mitte, Ende April kommt ihr euch näher und es wird irgendwie klarer, dass ihr doch einige Aspekte habt, wo ihr auf einer Wellenlänge seid. Okay. Das sieht sehr, sehr schön aus. Ich glaube, dass es hier manche geben könnte, die vielleicht gewisse Missverständnisse aus dem Weg räumen. Ja, also es kann sein, dass du irgendwie von deiner Person das Gefühl hattest, dass er oder sie so ein bisschen ernst oder verkrampft ist. Es kann auch sein, dass deine Person es genau andersrum so wahrgenommen hat oder dass es irgendwas gab, was einem von euch beiden anfangs an der anderen Person missfallen hat. Aber ich glaube, ihr klärt es hier im April und merkt, das ist eigentlich gar nicht der Fall. Und ich habe hier vielleicht zu vorschnell geurteilt oder ich merke jetzt einfach, dass wir doch tatsächlich besser zusammenpassen als gedacht. Es kann sein, dass du hier deine Geschichte, sage ich mal, was Beziehungen und so angeht, ansprichst mit jemandem und wirklich auch sagst, hey, ich will nicht mehr dieses Toxische. Brauche niemanden, der mich kontrolliert. Mir ist Freiheit wichtig. Und ich glaube, dass du da mit jemandem auf einen Nenner kommst. Ich sage nicht, dass diese Person zu 100% dieselbe Ansicht hat wie du, aber ich denke, dass diese Person bereit ist, auf das einzugehen, was dir wichtig ist. Und wenn du sagst, ich bevorzuge Beziehungen, wo ich eine Menge Freiheit habe, dann denke ich, wird diese Person bereit sein, darauf einzugehen, weil das für ihn oder sie kein Problem ist. Ich glaube, dass ihr euch sehr gut versteht, wer auch immer diese Person ist. Und ich denke, für viele wird es eine und dieselbe Person sein wie die, wo du vorher schon hinterfragst, weil es einfach Sinn macht in dem Kontext, weil es sehr gut zusammenpasst. Was ich hier in der zweiten und dritten Spalte sehe. Für manche kann es natürlich aber auch sein, dass du generell schon jemanden hast, wo du in Erwägung ziehst, sag ich mal, dieser Person näher zu kommen, aber dir noch nicht zu 100% sicher bist. Und dass dann aber noch jemand dazukommt, jemand, wo du anfangs Bedenken hattest oder eine Person, die anfangs bei dir Bedenken hatte, aber irgendwie kommt ihr euch doch näher im April und merkt, dass da was ist. Lass uns die Stärkekarte ansehen. Wofür steht die hier bei dir in der Liebe Ende April, liebe Sternzeichen Steinbock? Wie geht's hier mit der Stärkekarte bei dir in der Liebe Ende April weiter? Wow. Jede Menge Karten hier durch die Gegend fliegen.
Was rauskommt, ist der Knabe der Stäbe. Ich sehe definitiv Kommunikation und Austausch, leidenschaftlichen Austausch zwischen dir und jemandem. Ich glaube, dass hier Mitte, Ende April jemand wirklich, wie sagt man das, anweist. Feuer und Flamme wird für die andere Person oder für diese potenzielle Verbindung zwischen euch beiden. Es kann zwar sein, dass ihr ab Ende April, sag ich mal, euch nicht so viel sehen könnt oder dass du diese Person gerne öfter treffen würdest, was aber vielleicht nicht für jeden hier möglich ist. Aber ich sehe einfach, dass dieser Austausch, diese Kommunikation, zum Beispiel über soziale Medien, sehr, sehr stark ist und dass da einfach so ein Feuer dahinter steckt, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Ja, ich sehe, dass es sehr feurig ist zwischen dir und deiner Person. Aber auf eine Art und Weise, die gesund ist, okay? Nicht auf eine toxische Art. Wie gesagt, deine Person könnte hier Luftenergie haben. Wassermann, Waage, Zwillinge. Feuerenergie, Löwe, Widder, Schütze. Besonders Löwe taucht hier auf. Und Krebs und Stier kommen hier noch raus. Die würde ich für deine Person im Hinterkopf behalten. Aber ja, ich glaube, dass du Anfang, Mitte April hier noch so ein bisschen das Gefühl hast, emotional noch nicht wirklich mit jemandem zu connecten. Du freust dich aber darauf. Und dann ab Mitte, Ende April sehe ich, dass du dich mit jemandem triffst und dass du jemandem wirklich näher kommst. Emotional, körperlich, wie auch immer. Aber da entsteht einfach ein Feuer zwischen euch beiden, was vorher noch nicht so ganz da war. Darauf darfst du dich freuen. Also entweder lernst du jemanden kennen, dem du hier näher kommst, oder es ist jemand, mit dem du vielleicht sogar schon in Kontakt bist. Aber bisher ist da einfach noch nicht wirklich mehr draus entstanden. Ich denke, ab Mitte, Ende April wird hier wirklich so ein Feuer auflodern zwischen dir und deiner Person. Und ich sehe hier einfach so eine gewisse Spannung einfach. Ich glaube, ihr freut euch beide jedes Mal, wenn ihr eine Nachricht von der anderen Person erhaltet und seid wirklich, vielleicht führt ihr irgendwie stundenlange Gespräche, die super spannend sind, aber ihr habt einfach so eine Neugierde füreinander, die ich hier durchkommen sehe, die super schön ist. Und ja, da dürfte definitiv mehr passieren bei dir Mitte, Ende April in der Liebe. Und ich würde jetzt noch nicht von einer Beziehung im April reden, aber vielleicht passiert das dann im Mai oder Juni, wer weiß. Aber ich sehe definitiv, dass du jemandem näher kommst und dass hier eine Verbindung sehr, sehr stark wird, sehr feurig wird, was vorher einfach noch nicht der Fall war. Deshalb, das freut mich sehr für dich. Vor allen Dingen, weil ich denke, dass diese Person ist bereit ist, auf dich einzugehen. Und ich glaube, dass da was Leidenschaftliches, was Feuriges ist und vielleicht bei manchen, die sehr schwierige Erfahrungen gesammelt haben in der Vergangenheit, könnte das einfach sein, dass du dir hier Gedanken drüber machst, weil du vielleicht in der Vergangenheit gemerkt hast, dass gerade dieses super leidenschaftliche und intensive dann oft zu etwas Toxischem geworden ist. Und deshalb könnten manche sich hier Gedanken machen, was ist, wenn diese Leidenschaft ein Zeichen dafür ist, dass das wieder in die Richtung geht, die ich eigentlich nicht haben möchte. Aber ich denke nicht. Ich denke nicht, weil, ja, wir haben hier den Teufel. Die einzige Karte, die für mich hier irgendwo für was Toxisches stehen könnte, aber zum einen denke ich, dass das deine eigene Energie ist, weil der Teufel nun mal für Sternzeichen Steinbock im Tarot steht. Ja, was bedeutet, dass deine eigene Energie hier sehr stark sich auch durchsetzen kann. Es ist nicht so, als würdest du dich hier von irgendjemandem überrumpeln lassen, sondern deine eigene Energie kommt sehr stark durch und du kannst dich durchsetzen, wenn du merkst, dass jemand hier vielleicht zu schnell zu viel möchte und das irgendwie die Alarmglocken bei dir läuten lässt, dann sprichst du es einfach an und ich denke, deine Person wird da absolut Verständnis für haben. Und das ist dann der Punkt, wo du merkst, nee, das wird wahrscheinlich nichts Toxisches werden. Zumindest nicht so, wie ich es bereits erfahren habe. Es wird nicht so
schlimm werden, weil ich jetzt schon merke, dass diese Person, anstatt zu versuchen, mich zu manipulieren in die Richtung, die er oder sie für sich haben möchte, zeigt diese Person Verständnis und geht Kompromisse ein und lässt sich auf mich ein, so wie ich auch bereit dafür bin. Okay, und ich glaube definitiv, dass diese Person es ernst mit dir meint. Weil ja, wir haben hier jede Menge Feuer und Leidenschaft und auch eine körperliche Anziehung, die sehr, sehr stark ist zwischen dir und dieser Person. Aber gleichzeitig haben wir den Hierophant, der sehr weise und sehr auch irgendwo ernsthaft und liebevoll ist. Okay, wir haben hier sehr schöne Karten liegen, wirklich. Also ich denke, dass dein April sehr, sehr schön wird, weil du jemanden auf eine Art und Weise näher kommst, wie es bisher noch nicht der Fall war, weil hier einfach eine Bindung entsteht, die vorher noch nicht so da war. Und ich glaube, dass du bereit dafür bist und dass dich das freuen wird und erfüllen wird und dementsprechend schöne Legung für dich, liebe Sternzeichen Steinbock. Lass uns gucken, was die Tier-Orakel-Karten dir noch mitgeben können. Und übrigens, ich würde dich gerne noch dazu einladen, mir auf Instagram zu folgen. Dort werde ich in nächster Zeit ein bisschen aktiver werden und ein bisschen mehr Content posten. Vielleicht mal ein paar Mini-Legungen auch. Deshalb, wenn du Interesse daran hast, würde ich mich freuen, wenn du mich dahingehend unterstützt. Den Instagram-Link findest du unten in der Infobox, sowie auch Links zu den persönlichen Legungen, die ich anbiete und zu meinem Tarotkurs. Wenn du da Interesse daran hast, dann, wie gesagt, findest du die Links auch unten in der Infobox. Aber lass uns jetzt schauen, was die Tier-Orakel-Karten dir noch mitgeben können. Zuerst haben wir den Fuchs mit Think on your feet. Bleibe auf dem Boden der Tatsachen so ein bisschen. Das ist wichtig, dass du, wie gesagt, dich nicht hier irgendwo mitreißen lässt von der Energie, die vielleicht schon sehr intensiv ist zwischen dir und dieser Person, sondern dass du dann bewusst auch sagst, okay, wenn mich das irgendwie an die Vergangenheit erinnert, wenn ich merke, dass mir das ein bisschen zu schnell, zu intensiv ist, dann muss ich das selber auch, sag ich mal, standhaft sein und für das einstehen, was mir wichtig ist, anstatt mich einfach mitreißen zu lassen. Bleibe mit beiden Füßen auf dem Boden, was das angeht, was du dir wünschst, anstatt dich mitreißen zu lassen. Aber ich denke, das tust du. Ich denke, deine Energie kommt hier sehr stark raus. Und ich glaube auch, dass du hier verständlich machen wirst, was dir wirklich wichtig ist. Aber das betont hier diese Karte einfach nochmal, dass es wichtig da ist, auf dem Boden zu bleiben und dich nicht irgendwo mitreißen zu lassen und dann irgendwann in der Zukunft zu merken, oh, ich bin gerade an einem Punkt, so weit wollte ich eigentlich gar nicht gehen oder das fühlt sich nicht mehr gut an. Das kannst du hier von Anfang an vermeiden, weil ich denke, dass diese Person, wie gesagt, sehr verständnisvoll sein wird. Dann haben wir noch Surrender Now. Gib dich hin, dem, was dir auf dich zukommt. Ich glaube, dass du im Laufe des Aprils einfach diese ganzen Gedanken mal loslassen sollst und dich wirklich auf das einlassen sollst, was sich hier ab Mitte, Ende April abspielt bei dir in der Liebe, weil es sehr, sehr, sehr schön sein kann. Und das sollst du genießen. Ich denke, dass du definitiv Spaß und Freude haben wirst im April. Und dann haben wir hier noch mit dem Biber Lay a Solid Foundation, lege ein solides Grundfundament. Ja, hier ist es an der Zeit im April, ein Fundament mit jemandem aufzubauen, den du toll findest, dem du näher kommst. Und eben Teil dieses Grundfundaments ist es auch offen und ehrlich und transparent miteinander zu sagen und anzusprechen, wenn einen gewisse Dinge stören oder wenn man vielleicht mehr Zeit braucht oder was auch immer es ist. Ja, schau einfach, dass du das Fundament diesmal von Anfang an richtig legst, aber ich denke, das wird kein Problem sein, weil diese Person dafür sehr, sehr offen zu sein scheint. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass einiges hier so kommen wird, wie du dir das wünschst, weil du im Prinzip schon weißt, was du willst und was du nicht willst. Und alles, was du tun musst, ist das halt auch zu zeigen, zu kommunizieren. Und dann glaube ich, dass hier wirklich mehr entstehen kann zwischen dir und dieser Person. Wir legen noch ein paar kleine Anhängerchen dazu. Interessant. Also wir haben hier zum einen die Katze, die generell irgendwo für Mystik steht, für Magie, für Intuition. Ich glaube, dass du eine sehr intuitive Seite an dir hast, eine sehr katzenhafte Seite irgendwo an dir hast. Irgendwie sowas, ich sag mal, Geschmeidiges, keine Ahnung, was Sinnliches.
Okay. Versuche auf deine Intuition zu hören in der kommenden Zeit. Das wird dich weiterbringen. Öffne dich der Magie in dir selbst, weil du bist ein magisches Wesen, genauso wie die Katze hier. Dann haben wir noch Weintrauben. Ich glaube, das kann man gar nicht so gut erkennen, aber ja, das sind Weintrauben. Und Weintrauben stehen für Genuss. Ich denke, dass dein April voller Genuss sein wird, voller Spaß und Freude sein wird, dass du es genießen wirst, hier Zeit mit jemandem zu verbringen, dass du eine tolle Zeit haben wirst. Deshalb ja, freu dich auf den April. Ich denke, dass das eben gerade im Bereich der Liebe eine schöne Zeit wird, wenn du merkst, dass du jemandem näher kommst, dass du dich bei jemandem wohlfühlst und dass ihr eine tolle Zeit zusammen haben könnt. Also super, super schön. Freut mich für dich, liebes Sternzeichen Steinbock. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du mich auf Instagram unterstützt oder eine Legung bei mir buchst oder sowas. Musst du natürlich nicht. Ich wünsche dir so oder so heute noch einen schönen Resttag und natürlich einen richtig, richtig tollen April.